Na, ihr schönen Esel, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch herzlich willkommen zurück auf Tabasco TV zu einem GPL-Video. Endlich mal wieder ein Teambuilding für die Rückrunde. Ja, Halbzeit ist quasi vorbei, die Pause ist vorbei, eine ganze Woche keine GPL. Also für mich war es schlimm. Wie war es für euch? Ich hoffe, ihr habt es überstanden. Ich gerade so. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass wir uns heute wieder in den Kommentaren und auf Discord oder Twitter oder sonst was über die GPL unterhalten können. Ja, am Sonntag war ja schon Liga 1 wieder dran. Das habe ich auch sehr genossen und ja, nicht lang quatschen, würde ich sagen. Wir checken einfach mal unseren Gegner aus und das ist Bravebird. Wieder mal. Also, ne, ist jetzt quasi in der Rückrunde dieselbe Reihenfolge wie in der Hinrunde. Und gegen Maxi haben wir damals unser GPL-Abenteuer gestartet und auch jetzt geht es dann direkt wieder gegen die Talonflame Skyliners ran. Und zwar sind das hier die Kader, die sich gegenüberstehen. Nicht nur bei mir hat sich was getan, sondern auch bei ihm. Er hat Knackrack und Staraptor aus dem Oyu geworfen, sich dafür Zygarde 50 geholt und Raikou. Dann ist er noch sein Voltula losgeworden für Duoclass, hat damit jetzt eine Feenresistenz tatsächlich im Team. Und hat noch seinen Echnatoll rausgeworfen für Schwalboss. Und damit nicht nur Feenresistenzen halt reingeholt, sondern tatsächlich auch noch ja, mehr Speed. Vorher lag die Max-Grenze hier bei 108, wenn ich die Zahl gerade richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall Panferno und Voltula sind hier die schnellsten Pokémon gewesen. Jetzt sind es Raikou, der mit 115 mit unserem schnellsten Pokémon Zygarde Speedite. Und dann haben wir noch Schwalboss, der, keine Ahnung, die Zahl ist so groß, der Balken geht quasi einmal über den kompletten Bildschirm, wenn man Pokéweg hier aufmacht. Also, nee, ich glaube 125 sind es, ne? Ja, ist auf jeden Fall verdammt schnell unterwegs. Ja, er hat seinen Kader auf jeden Fall deutlich verbessert. Also er hat einen größeren Sprung gemacht als ich. Ich denke mal, er hat aber auch vielleicht ein paar größere Lücken, wenn ich das jetzt mal so dreist sagen darf, als ich sie hatte. Und das hat man im ersten Kampf auch gesehen. Ich war der schlechtere Spieler, habe aber trotzdem gewonnen, weil Vorbereitung und Matchup waren halt ganz gut, sage ich mal. Und das Matchup ist nicht mehr gut, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das würde mich natürlich wie immer auch mal interessieren. Aber ich finde, das sieht nicht gut aus. Ich habe kein gutes Gefühl. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass jetzt alles neu ist. Ich habe neue Pokémon, die Gegner haben neue Pokémon. Also ich habe ein mulmiges Gefühl. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich einfach Zygarde 50. Denn das Ding kann gegen mein Team so hart eskalieren. Wir kennen ja von meinem Zygarde und den Teambuilding-Videos, dass Pflanzen-Pokémon meistens die beste Antwort sind. Also Pflanze und Käfer sind die einzigen Pokémon, die 1000 Pfeile resisten. Und ja, ich habe natürlich eine Pflanze, aber sie hat ein Zweityp Gift und wird damit dann neutral getroffen von 1000 Pfeile. Das heißt, er kann gegen mich einfach spammen, wie er will. Maskeregen ist mein Käfer, aber er fliegt. Das bedeutet, er wird tatsächlich neutral getroffen, obwohl es eigentlich resistieren will. Außerdem ist Maskeregen fragil as fuck. Und damit halt auch kein Switch-In in einen Zygarde. Also mit anderen Worten, ich habe Switch-Ins, ja, weil Bisaflor hält immer noch genug aus, aber er kann setupen und dann wird das super gefährlich. Ja, also gegen einen Drachentanz-Zygarde tue ich mich auf jeden Fall schwer, vor allem, weil jetzt auch der Eissplitter fehlt. Ja, also mein Team ist Zygarde-weak, das kann man so sagen. Es ist halt ein Sonderfall. Ja, also wenn ich das jetzt hinter mir habe, dann muss ich mir zum Glück keine Sorgen mehr um Zygarde machen. Und ja, heute da auf jeden Fall das Pokémon, auf das ich mich am meisten im Teambuilding konzentriert habe. Gut, okay. Ansonsten gehen wir das Team mal durch. Panferno ist eigentlich nach wie vor okay gegen mich. Also er hat relativ gute Matchups, er ist schön schnell und trifft unsere gefährlichen Walls auch sehr effektiv bis neutral. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir hier Raikou, der ist nicht so gefährlich wie Staraptor, aber immer noch gut, sag ich mal, er ist schön schnell und kann unser Zapdos und Jirachi tatsächlich ganz gut neutral treffen, macht hier schönen Schaden. Gegen Bisaflor hat er es etwas schwerer, dafür kann er aber einfach den Sondersensor einpacken, sage ich mal. Also Raikou ist okay. Primarine war beim ersten Kampf nicht dabei, weil ich Bisaflor habe und Bisaflor ist tatsächlich eine gute Antwort gegen Wasserfeen, aber er hat die Psychokinese. Und wenn er heute etwas eher in Predict-Laune ist, dann kann er Primarine mitnehmen, weil schlecht ist es auf keinen Fall. Ja, nee, Crossma war im ersten Kampf schon gut gegen mich, davor hatte ich viel Angst, da musste ich meinen Flampivian Wallbreaker auspacken. Das geht nicht, denn Flampivian ist nicht mehr da. Und das ist einer der Gründe, warum auch Nick Crossma heute gefährlicher ist als im Hinrundenkampf. Auch offensiv nicht schlecht. Also er kann hier mit Steinwurf nicht nur einen Schwächenschutz was machen. Das hat er im ersten Kampf auch versucht. Hat zum Glück nicht geklappt.
Aber auch ein kleiner Wahlglas, Nick Crossman, der hatte irgendwie fast 130 Spezialangriffe, wenn ich mich gerade nicht irre. Und Bitaflor ist nun mal gut gegen ihn, also sollte er das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, hier vielleicht auch offensiv dann einfach anzugreifen. Das kann er natürlich auch mit seinem Schwalboss machen, na, da kommen wir auch gleich zu. Aber ja, Nick Crossman auf jeden Fall eins der gefährlicheren Pokémon. Duokless ist hier die einzige safe Antwort auf Flinara und damit auch ein Pokémon, dem ich eigentlich richtig safe rechnen würde. Es kriegt trotzdem noch, wenn er nicht investiert ist und einfach nur Max HP und Evolit hat, immer noch die Hälfte von der Specs-Schallwelle. Aber der Evolit skaliert gut, er kann es also relativ easy auf Felinara auslegen und auch oft in Bisaflor reinkommen. Also Duokless merken ist auf jeden Fall auch gut gegen mich. Firnontor war beim ersten Mal auch nicht dabei. Er ist eigentlich aber ganz gut gegen mich. Also er trifft meine Walls tatsächlich ganz gut, Bisaflor neutral, Zapdos sehr effektiv, Zapdos wird auch irgendwie, glaube ich, immer gewone-shottet und ja, für Jirachi hat er zum Beispiel dann den Knirscher, also Firnontor ist nicht schlecht, bringt auch nochmal einen Eisplitter für Seigard mit, denn mein Seigard ist gegen ihn tatsächlich auch nicht so übel, also Firnontor hat hier seine Daseinsberechtigung. Ja, Schwalboss ist gegen mein Team auch noch saustark, ich habe hier nur einen Safe-Switch und das ist Regirock, der Nachteil in Regirock ist, dass Regirock nicht besonders gut ist gegen Maxi, außerhalb gegen Schwalboss. Gegen Bird Spam oder Normal Attacks habe ich ja normalerweise mit Jirachi, aber die Specs Schmalbosse packen dafür einfach eine Hitzewelle ein und schon sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Ja, die 3 N-News, das kürze ich einfach mal ab, sind geblieben und sind immer noch nicht besonders gut gegen mich. Fruyal verliert hier gegen den kompletten OU-Core. Skuntank tut sich schwer, war beim ersten Mal dabei, wurde auch relativ schnell geopfert. Ja, hat keine mega guten Matchups, sage ich mal. Ramaidon ist offensiv immer stark, auch wenn man da Antworten drauf hat, es haut einfach rein, aber es ist halt auch schwer, safe einzusetzen, sage ich mal. Das kommt nicht so leicht in Fahrt, deswegen immer noch nicht das obergefährliche Pokémon für mich, aber muss auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, was fällt an meinem Team auf? Also mein defensiver Core war hier im ersten Match tatsächlich ganz gut, das wurde jetzt etwas schwieriger gemacht. Denn Schwalboss macht hier schönen Schaden gegen Bisaflor, trifft Zapdos mit einem Überschallknall, trifft Jirachi mit einer Heatwave. Also wenn Schwalboss hier reinkommt, ordentlich predicted, macht der Schaden. Seigard macht das Ganze noch viel schlimmer, denn Zapdos ist jetzt keine Antwort auf Ground Spam mehr. Das freut Maxi wahrscheinlich sehr, mich weniger. Und Seigard ist super gefährlich und das ist auf jeden Fall schon mal, also die beiden Pokémon sind auf jeden Fall schon mal Grund, dass mein OU-Core hier ein bisschen schwächer ist als sonst. Ja, Flinara, habe ich ja gerade schon gesagt, ist saustark gegen ihn. Ich glaube, ich muss auch keinen Geheimnis drauf machen, dass das Ding auf jeden Fall mitkommt. Kürze ich einfach mal ab, weil er hat nur eine Resistenz und die Resistenz ist nicht besonders safe. Seigard ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Er hat zwar hier mit Fruyal eine Pflanze, aber Fruyal struggelt ansonsten gegen mein Team extrem. Impagator ist dann wieder ganz gut. Ja, Echnatol hätte das Ding mit der Mumie doch ein bisschen gebremst, aber jetzt fehlt eigentlich so eine eindeutige Bremse. Also vor allen Dingen, wenn ich Setup bekomme, wird das hier gefährlich. Er hat hier noch eine Wasserresistenz in Form von Primarene, die ich nicht so leicht mit Coverage abdecken kann, wie zum Beispiel Fruyal. Und Primarene ist aber physisch so fragil, dass Impagator hier trotzdem noch guten Schaden macht. Ja, dann kommen wir zu Kikli. Kiklis Matchups sind blöd, sind einfach überhaupt nicht gut. Wir sehen hier eine saustarke Psycho-Wall und Geist. Kürzen wir ab, Kikli hat hier heute nichts verloren. Bringt uns auch als Wallbreaker und als Entlastungs-Kikli einfach nichts. Nein. So, dann kommen wir zu Slimog. Slimog ist hier auch okay. Haut hier nichts richtig safe weg, verliert aber auch nichts richtig safe, außer gegen Walband Panferno oder gegen Seigard. Da halt zwar immer, aber ja, als Midground-Pokémon immer noch okay. Dann kommen wir zu Regirock. Ich habe gerade schon gesagt, die Matchups sind nicht so toll. Nur Schwalboss wäre hier auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Dafür ist es eine ziemlich große. Ansonsten eher so geht so, sage ich mal. Aber immer noch ein guter Rocker, sage ich mal. Maskeregen, gerade schon mal gesagt. Als Tank taugt er hier heute nichts. Ja, ich habe noch nie ein physisch-defensives Maskeregen gespielt mit Roost. Ich glaube, das wird mal Zeit. Nein, aber auch ein Klebenetz oder Falterreigen brauche ich hier heute nicht. Denn das Schnellste bei ihm ist Schwalboss, das wird nicht getroffen vom Klebenetz, kann selber noch Defog mitnehmen und ja, Klebenetz wäre gegen den Rest nicht schlecht, aber nee, ich glaube nicht, dass das heute viel bringt, vor allen Dingen muss ich auch ein paar andere Pokémon mitnehmen, deswegen kein Maskeregen heute. Ja, Galoppa sieht dann wieder etwas besser aus,
Also ich kann Feuerattacken hier tatsächlich gebrauchen, um für die Nara halt ein bisschen zu supporten, also Duoclass wegzukriegen. Das kann ich aber auch mit anderen Pokémon machen, ja. Also Galoppa ist hier heute nicht wichtig, aber auch nicht mega schlecht. Und vom Speed hier so ein bisschen im Mittelfeld ist überholt. Zygarde und Phenontor ist dafür langsamer als Panferno, als Raikou und als Schwalbos. Ja, also nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Ja, das war so die grobe Kaderanalyse. Also wie gesagt, Probleme sind Zygarde, das ist ein Riesenproblem, das halt defensiv zu handeln. Und meine Offensive struggelt tatsächlich so ein bisschen gegen Necrozma. Ich habe eigentlich nicht viel, was da richtig safe reinkommt und ihn übelst verhaut. Also Slimer könnte das machen, aber ja, wird halt auch nicht hundertprozentig klappen. Naja, egal, gut. Das war auf jeden Fall die Kaderanalyse. Ich habe das heute so ein bisschen abgekürzt, obwohl, nee, es geht auch wieder 10 Minuten. So viel zum Thema abkürzen, aber ich glaube, mein Intro war dafür heute ein bisschen länger. Jo, und ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich genug gelabert und ja, ich zeige euch einfach mal das Team, was ich gebaut habe. Vorneweg sage ich einfach nochmal kurz dazu, es geht gleich schon ran gegen ihn, was heißt gleich, also ein paar Stunden. Und ich hatte leider nicht viel Zeit, mich vorzubereiten, weil ich habe erst ein Team gebaut, was noch Echnotoll berücksichtigt hat. Jetzt musste ich eins bauen, was Phenontoll berücksichtigt. Das hat so ein bisschen was umgeworfen. Und ja, aber es ist kein Weltuntergang. Leider hatte ich allgemein nicht so viel Zeit diese Woche. Das wird sich auch in den nächsten Spieltagen leider nicht ändern. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie auf die Leistung dann abfärbt. Denn ich muss mich so ein bisschen um meinen Umzug kümmern. Deswegen wird das ein bisschen weniger in nächster Zeit. Und auch nicht wundern, wenn ich dann auch außerhalb von YouTube, also auf Twitter oder Discord, vielleicht ein bisschen stiller bin als sonst. Ja, wird auf jeden Fall in nächster Zeit ein bisschen was gestemmt bei mir privat. Und ja, macht euch keine Sorgen. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Team. Und das Ganze beginnt mit Felinara. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, das Ding ist richtig gut. Er hat hier nur einen Safe Switch-In, wenn man mal von speziell defensiven, offensivwesten Pokémon absieht. Und das ist halt Duoclass. Und mit diesem Set gehen wir an den Start. Wir haben das mäßige Wesen und das Wahlglas, maximal Spezialangriff, um richtig doll reinzuhauen. Und wir fangen einfach mal mit dem EV-Split an. Ich habe hier 180 Initiativen reingepackt, denn ich wollte auf jeden Fall schneller sein als ein Max-Speed Duoclass. Ich weiß, die Chance ist gering, dass es mitkommt, aber wer weiß, wenn er schon drauf auslegt, will er vielleicht versuchen, das Ding zu überholen, und das geht so nicht mehr. Und dazu hätten, glaube ich, 124 Initiative-EVs gereicht. Dann habe ich mir aber gedacht, komm, gehen wir auf 180 hoch, damit kommen wir auf einen Speedwert von 103. Ein Bisasfloor von mir, das uninvested ist, hat 100. Das heißt, mit diesen 103 Speed können wir eventuell so ein speed-creependes gegnerisches Pokémon dann doch noch überholen. Lohnt sich auf jeden Fall, die paar Initiative-EVs dann noch dazu zu packen. Ja, der Rest kommt dann ganz normal in den Bulk. Und zum Set muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Schallwelle wird hier gespammt. Und ich kann Duoclass mit dem Spukball predikten, weil auch wenn der Evoli trägt, maximal speziell defensiv ist mit maximal KP, ist Spukball ein easy Two-Shot. Das ist schön. Ich weiß noch nicht, ob ich unbedingt predikten möchte, weil ich kann trotzdem erstmal auf die Schallwelle gehen, weil wer sagt, dass Duoclass auf jeden Fall komplett darauf ausgelegt ist, und ich kann gegen Duoclass dann halt auch immer noch was reinwechseln. Dafür habe ich auf jeden Fall heute Antworten mitgenommen. Dazu kommen wir gleich. Schauen wir mal. Aber Spukball, denke ich mal, ist trotzdem wichtig heute. Da habe ich noch einen Rückzug hier mit, das ist nichts Besonderes. Das kann mal was machen gegen viele Pokémon, die das neutral trifft. Macht das echt 10-20% ganz schnell mal, dank der vielen Schicht. Und kann uns auf jeden Fall mal das Game retten. Ähnlich wie die Vitalglocke. Das sind ja die beiden Moves, die ich irgendwie immer dabei habe. Vitalglocke hat sich ja sogar schon mal bezahlt gemacht. Und keine Staffette heute, also kein Momentum hier drauf, weil ganz ehrlich, was für ein Switch soll ich hier predikten? Ich drücke eh auf die Schallwelle oder auf den Spukball. Also nein, ich brauche kein Momentum. Ich kann hier einfach richtig straight ballern und große Lücken ins Team reißen für Pokémon Nummer 2. Und zwar für mein eigenes, kleines, viel cooleres Zygarde. Zygarde 10%. Und wir gehen mit diesem Set hier an den Start, und zwar mit dem Walschal. Ich würde natürlich am liebsten immer hier Live-Orb oder Walband spielen, aber ich brauchte heute tatsächlich einen Scarfer, der in der Lage ist, Schwalbos zu überholen, weil Schwalbos ist hier das schnellste Pokémon, und ich brauchte auch etwas, was schneller ist als ein Drachentanz-Zygarde des Gegners. Ja, und mit einem Walschal-Pokémon geht das natürlich am besten, und von den 6 Pokémon, die ich dabei habe, war Zygarde dafür am besten prädestiniert. Und
Ich habe ein hartes Wesen tatsächlich. Mit 212 Initiative reicht das, um gerade so schneller zu sein, ein Punkt als das gegnerische Seigard. Ich hätte natürlich noch mehr einpacken können und frohes Wesen spielen können, dann wäre ich schneller als Scarf Panferno gewesen oder könnte mit Scarf Raikou Speed teilen, das ich heute tatsächlich sogar erwarte, dazu gleich mehr. Aber ich habe mir gedacht, Panferno ist relativ unwahrscheinlicher Scarfer gegen mich, würde ich sagen. Raikou ist dann halt auch nur ein Tai und der kann mich mit einer HP Ice in diesem Tai halt auch besiegen. Das heißt, Speed Tai will ich gar nicht unbedingt eingehen. Und da habe ich gedacht, dann packst du einfach ein hartes Wesen drauf, machst dafür mehr Schaden, kriegst noch ein bisschen Bulk rein. Und ja, so gefiel mir das einfach besser. Und das Set ist eigentlich selbsterklärend. Wir brauchen die 1000 Pfeile und die drücken wir gegen alles, außer gegen Fruyal. Und wenn Fruyal dabei ist und wir das Ding predikten, können wir das mit dem Toxin machen. Noch ein Pokémon, was in 1000 Pfeile reinkommt, ist natürlich ein defensives Necrozma. Und auch das mit dem Toxin dann zu erwischen, wäre ziemlich schön. Also, ja. Wutanfall ist dann vielleicht dafür da, etwas stärkeren, neutralen Schaden zu machen, wenn Pokémon wie Primarine und Duo Clash schon weg sind. Also auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Und natürlich einfach, um das gegnerische Seigard dann zu revengen. Das ist mit ein bisschen Chip Damage dann auch ein safer K.O. Und ja, Turbo Tempo sieht auf dem Scarf ein bisschen verloren aus, aber wer weiß, wenn wir uns dann hinterher mal in ein Turbo Tempo Duell mit dem gegnerischen Seigard begeben müssen oder gegen ein Tempo Heap Panferno, dann ist Turbo Tempo auf jeden Fall wichtig und einen anderen Move brauchte ich ja eigentlich nicht. 1000 Pfeile, Toxin, Wutanfall ist das Einzige, was ich auf jeden Fall mitnehmen musste. Ja, so viel zu Seigard. Ne? Dann kommen wir zu Pokémon Nummer 3. Und das hilft gegen das gegnerische Seigard, und zwar unser Bisasflor mit diesem unglaublich langweiligen, aber unglaublich wichtigen maximalen physischen Investment. Ja, 2x252, man fühlt sich hier wie auf der Ladder, denn sollte das gegnerische Seigard auf plus 1 kommen und den Lebenorb tragen, dann kann er uns wahrscheinlich nicht two-shotten. Also er macht mit einer High Roll dann irgendwie 50,1. Und wenn er noch nicht gesetupt ist, macht er halt irgendwie so 30%. Das heißt, wir können eigentlich immer mit Bisasflor in das gegnerische Seigard reinkommen und das Ding dann halt auch 1v1en oder rausbrüllen. Ja, ich spam den Brüller auf Bisasflor ziemlich. Ich spiele das fast immer. Aber ganz ehrlich, bisher war Bisasflor dauernd dazu da, gegnerische Setupper irgendwie zu kontrollieren. Und dann muss ich mit dem Brüller aus dem Haus gehen, ansonsten bin ich ein Idiot. Ich meine, gut, der bin ich sowieso. Aber da wäre ich ein noch größerer, ja. Und dann habe ich natürlich Gigasauger und Synthese drauf, die erklären sich, schätze ich mal, von selbst. Der Abschlag sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Ich hätte natürlich super gerne hier die Matschbombe gehabt, um ein bisschen nach Vergiftung zu fischen, um Fruyal besser zu treffen, um noch mehr Schaden auf Primarine zu machen, das wir natürlich auch checken wollen. Aber ich brauchte irgendetwas, das gegen Duoclass Schaden macht. Und die HP Fire wäre natürlich stärker gewesen. Aber der Abschlag ist allgemein gegen den Rest des Teams noch etwas besser. Und vor allen Dingen sehr interessant, falls Schwalbos hier einen offensiven Wechsel macht. Das kann er sich ja durchaus leisten, mal auf eine unserer Synthesen oder vielleicht sogar auf unseren Gigasauger reinzukommen. Dann schlagen wir ihm einfach direkt das Wahrglas weg und dann ist er nicht mehr gefährlich. Denn auch dieses physisch-defensive Bisasflor lebt mit Max HP tatsächlich im Orkan. Ja. Obwohl, auch von einem Modest Wahrglas Schwalbos kann er das leben. Und das finde ich schon ziemlich gut. Und wenn wir dem dann sogar noch das Wahrglas wegschlagen, sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Dann können wir besser mit anderen Pokémon in Schwalbos reinkommen, weil das Ding ist heute gefährlich. Und Abschlag ist allgemein einfach ein richtig krasser Move. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja? Und so verliere ich auf jeden Fall nicht ganz so hart gegen manche Pokémon. Und ja, Duoclass kommt hier, also käme immer rein, sag ich mal. Der kriegt vom Abschlag auch immer noch nur ein Viertel oder so rein. Aber vorher hätten wir mal noch weniger gemacht und wir hätten ihn nur rausbrüllen können. Und nö, der Abschlag fand ich heute tatsächlich dann doch ganz nützlich. Ansonsten muss ich dazu eigentlich gar nicht viel sagen. Er kann hier, wie gesagt, Primarine so halbwegs handeln, Raikou handeln und ist eigentlich nur wegen Seigard da, deswegen halt auch maximal physische Defensive. Und ich denke mal, das alleine zeigt, wie viel Angst ich vor Seigard hatte. Und es wird heiß. Es wird heiß und es wird knapp. Dann kommen wir als nächstes zu Jirachi. Pokémon Nummer 4 ist wieder mal unser kleiner Tarnsteineleger mit diesem Set hier. Jirachi hat hier keine Killer-Matchups, aber die Rocks sind nie verkehrt. Und er macht ein paar andere tolle Sachen noch. Das Heilopfer zum Beispiel war mir hier doch relativ wichtig, weil Bisasflor hier auf jeden Fall einen großen Tank-Job eingehen muss. Und den dann wieder zu holen, wenn er dann mal low ist, macht natürlich eine Menge aus. Aber viel wichtiger ist hier tatsächlich Filinara.
Die Nara haut einfach alles im Team. Wenn das Ding reinkommt, kriege ich entweder einen Kill oder irgendwas kriegt eine Hälfte Chip. Es ist einfach monumental, was das Ding Schaden macht. Aber es ist so langsam, dass es relativ oft Hits abbekommt. Die tankt das natürlich auch einigermaßen gut, aber ja, nach einer Zeit ist das Ding einfach angechippt und nimmt dann vielleicht mal keinen Hit mehr. Und wenn ich mit diesem Heilopfer dann für die Nara wiederhole und dadurch einfach noch ein einziges oder zweimal eine Schalwelle mehr rausbekomme, kann das tatsächlich am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Deswegen finde ich hier Heilopfer tatsächlich heute sehr, sehr gut. Eisenschädel, denke ich mal, ist Standard, ja, und mit einem frohen Wesen und Max Speed sind wir auch schnell genug, um zum Beispiel mit 4 Non-Tor gleichzuziehen und den mit dem Eisenschädel dann zu treffen. Und dann habe ich hier noch den Eissturm drauf und der ist für das generische Saiger da. Der kann das Ding two-shotten tatsächlich und verhindert auch, dass das Ding sich gegen uns Dragon Danced und wir sind ja schneller. Und Jirachi ist ein Pokémon, das der vielleicht, wenn er eine Anti-Eisbeere hat, auch für Setup ausnutzen möchte. Das kann er jetzt halt nicht mehr. Deswegen auch die Schuke-Beere, dann können wir auch einen Hit überleben, wenn er nicht auf den Dance geht, sondern sofort auf die 1000 Pfeile. Und allgemein brauchte ich hier sonst eigentlich kein Item so richtig dringend auf Jirachi. Und allgemein brauche ich Jirachi tatsächlich auch selbst nicht so mega dringend. Also es ist einfach nur dafür da, die Rocks zu legen und das Leben der wirklich wichtigen Pokémon vielleicht ein bisschen zu verlängern. Und ist halt so ausgelegt, dass es halt da ist, ohne als Setup-Opfer für das generische Seigard dazustehen. Ja, der Split ist relativ simpel. Max Speed, damit wir halt schneller als Seigard sind. Sind genauso schnell wie 4 Non-Tor. Und spiele hier fast Max KP mit 20 Death. Die ist dafür da. Dann werden wir von einem Knirscher von 4 Non-Tor nicht getwo-shottet. Nebenbei überleben wir damit sogar safe 2 Shadow Claws von einem defensiven Duokless, das ja durchaus mitkommen könnte für Filinara. Also 20 KP, die kann man dann mal eben, 20 KP sei schon, 20 EVs kann man dann mal eben schnell in die Verteidigung stecken. Ja, und der Rest halt einfach maximal KP, damit wir da ein bisschen mehr aushalten allgemein. Ja, ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen und wir widmen uns direkt Pokémon Nummer 5 und zwar Impagator. Hat man ja gerade im Kadervergleich schon mal gesehen, dass das tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Es ist auch so gut, sage ich mal, gegen ihn, dass er da einen Scarfer mitnehmen muss. Denn wenn das Ding hier auf plus 1 kommt, dann hat er zwar noch ein paar Prio-Moves, aber Impagators Bulk ist so gut, dass er hier auch eine safe Antwort braucht. Und es sind natürlich ein paar Pokémon schneller wie Panferno, das gegnerische Zygarde, Raikou etc. pp. Aber der beste Scarfer tatsächlich dagegen ist Raikou und ich würde deswegen halt davon ausgehen, dass er auch mit den Warnschaltern um die Ecke kommt, denn ja, Impagator ist nach einem Dragon Dance immer noch deutlich langsamer und wird hier auch mehr als safe besiegt und das ist schön. Ich habe natürlich auch deswegen über die Anti-Elektro-Beere nachgedacht, die würde mir auch beim Setupen gegen die Crossman helfen, der kann ja auch Elektro-Attacken, aber ich wollte hier einfach dieses Set hier spielen. Und das sieht super standardmäßig aus. Wir haben hier den Leben-Orb, den Drachentanz. Natürlich darf der auf dem Drachentanz nicht fehlen. Dann haben wir die Kaskade, die Wasserdüse und den Ice Heap. Also das ist schon fast so ein Leather-Set. So wie, ähnlich wie Bisaflor. Ganz langweilig, aber es reicht tatsächlich. Primarine resistet jetzt alle Attacken, die wir haben, aber Primarine ist physisch nicht besonders stark auf der Brust und kriegt hier immer noch dicken Schaden rein. Vor allen Dingen, wenn wir Drachentanz rausbekommen. Deshalb müssen wir hier nicht unbedingt mit einer Coverage an den Start gehen. Die hätten wir halt auch nicht, außer Bärenkräfte oder eine Return, um es neutral zu treffen. Aber ja, ne? Muss ich eigentlich gar nicht viel zu erklären, außer vielleicht zum Initiative-Split. Der ist für Fruyal da, also für Max-Speed Fruyal. Sollten wir outspeeden, wenn das den Schal trägt oder auch einfach so neutral, wenn wir ungeboostet sind, ist das auf jeden Fall wichtig, weil er weiß, wenn er den Ice Heap, sag ich mal, ausschließt, warum man das tun sollte, dann kommt Fruyali vielleicht sogar rein. Und deswegen, ja, spielen wir hier natürlich auch den Ice Heap, der trifft dann auch nochmal Seigard, vierfach effektiv, ansonsten können wir eigentlich gegen alles einfach ganz stumpf Kaskade drücken und wenn dann doch mal ein schnelleres Pokémon am Start ist oder wir keinen Boost raus haben oder sonst was, haben wir noch die Wasserdüse da, die macht zum Beispiel gegen Panferno noch sehr viel Damage. Auf jeden Fall etwas, das sich lohnt mitzunehmen. Ja, dann habe ich hier fast maximalen Angriff und ihr seht, dass ich aus dem Speed Creep und aus dem Angriff ein bisschen was in die Spezialverteidigung gesteckt habe und das hilft uns dabei, ein paar spezielle Hits ein bisschen besser zu tanken. Zum Beispiel überleben wir jetzt einen Überschallknall von Schwalboss und überleben von einem scheuen Primarine auch hundertprozentig einen Moonblast bei vollem KP und ein mäßige Specs Moonblast ist tatsächlich sogar eine Roll und so weiter und so fort. Und
Wir überleben tatsächlich sogar von Raikou, glaube ich, einen Donnerblitz, wenn er Scarfed ist. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall war das ganz toll, 68 mit Spezialverteidigung zu spielen. Verzeiht mir. Aber ja, ne? Einfach damit Übergator sich hier gegen alles so ein bisschen setupen kann. Denn so ein eindeutiges Setup-Ziel habe ich tatsächlich nicht. Außer vielleicht eine Crossmar. Aber selbst das kann mit dem Wahlglas rumrennen. Und deswegen werde ich hier ein bisschen Bulk mitnehmen müssen. Deswegen ist Impagato auch so viel besser als Bidifas. Zwinker, zwinker. Weil das einfach mehr aushält. Ich kann halt auch mitten im Gefecht und in offensiven Matches den Setup holen. Das ging mit dem Biber nicht. Und mit ihm hier geht das halt. Und deswegen freue ich mich tatsächlich, das erste Mal heute Impagato mitzunehmen. Er hat ja im Draft so ein leichtes Fragezeichen von mir bekommen, weil ich nicht ganz so gut mit Setup bin und auch nicht so oft Impagato gespielt habe, obwohl das eins meiner Favorite Pokémon ist, würde ich schon sagen. Oh, man hat jetzt die Chance, sich zu rechtfertigen, sag ich mal, also den Pick zu rechtfertigen. Es sei denn natürlich, ich bin ein Noob und reiß deswegen damit nichts und ich bin einfach verdammt gespannt und freue mich, dass ich den direkt mitnehmen kann. Gut, und dann kommen wir von diesen bisher fünf eher langweiligen Picks zum sechsten Pokémon, dass das Ganze ein bisschen rumreißt, und zwar zu Galoppa. Galoppa ist tatsächlich zusammen mit Zapdos das Pokémon, zwischen dem ich mich am Ende entscheiden musste, was ich mitnehme. Und beide wären hier okay gewesen. Zapdos hat hier seine Vor- und Nachteile, Galoppa hat hier seine Vor- und Nachteile. Galoppa hat allerdings den Vorzug, dass es A neu ist und ich Bock habe, das Ding auszuprobieren. Und B, mit diesem bescheuerten Set an den Start gehen kann, auf das ich große Lust habe. Ja, ein bisschen Gimmick reinbringen. Ja, ihr seht hier ein spezielles, beziehungsweise ein Mixed Galoppa mit dem Expertengurt und dem Flammkörper statt dem Feuerfänger. Das hat folgenden Grund. Also, wenn ich hier einen Galoppa auf dem Feld habe gegen Maxi, was bringt er rein? Ja, er kann seinen Wassertank oder seinen Bookie Water Type nicht reinbringen, weil ich dafür den Stromstoß haben könnte oder den Gifthieb. Und ja, deswegen ist tatsächlich das generische Zygarde kein allzu schlechter Switch-In in einen Galoppa. Oder einfach auch zum Revengen oder was auch immer. Wenn die beiden sich gegenüberstehen, dann drücke ich dem eine Kraftreserve Eis oder ein Irrlicht rein, je nachdem wie das Match gerade läuft. Und wenn ich das Ding angezündet habe, dann ist mein Albtraum erstmal vorbei. Dann habe ich noch nicht gewonnen, aber dann muss ich deutlich weniger Angst haben, von dem Ding gesweept zu werden. Weil Zygarde ist super gefährlich. Und Galoppa ist so random, sag ich mal, und auch schon mit einem normalen Set schwer einzuschätzen, dass ich mir vorstellen kann, dass wenn das hier funktioniert, Zygarde damit reinzuluren und zu besiegen oder einfach nur anzuchippen und zu verkrüppeln, dann das hätte einfach einen riesigen Impact. Deswegen ist das hier ein, sag ich mal, YOLO-mäßiges Set heute, das wahrscheinlich entweder richtig wenig oder richtig viel reißt. Ja, Flammenwurf ist noch sehr wertvoll gegen Pokémon wie Duokless und Firnontor. Und one-shottet beide auch ziemlich safe. Tatsächlich hätte Duokless einen Flareblitz von einem physischen Galoppa überlebt, obwohl Flareblitz natürlich stärker ist als Flammenwurf und Galoppa sogar mehr physischen Angriff hat. Und deswegen ist Flammenwurf natürlich auch etwas, was beim Spam hier weniger Schaden macht, aber Galoppa wird eh nicht lange leben, wird eh nicht viel spammen können, sondern muss einfach in ein, zwei Runden richtig viel machen. Und dann kann es auch abtreten. Deswegen hier tatsächlich ein spezielles Galoppa. Gifthieb habe ich dann noch für Primarene drauf. Der macht dem Ding immer noch irgendwie 50% oder sowas. Also richtig viel. Und es ist nun mal auch ein Pokémon, was hier vielleicht doch in Galoppa reinkommt. Vor allen Dingen dann, wenn er sieht, dass ich speziell bin. Oder was einfach ahnt. Was auch immer. Ja, macht Gifthieb hier schönen Schaden. Ich kann zum Beispiel, wenn ich in Fuyal reinkomme, auch mit dem Gifthieb predikten. Und Galoppa dann direkt viel Schaden reinmachen, wenn er drin bleibt. Kriegt Fruyal hat noch eine Giftattacke ab, das ist auch okay. Oder einfach mal nach der Vergiftung zu fischen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich keinen Stromstoß spiele. Ich habe keine 30% Vergiftungschance, habe Recoil und nur 10 Angriff mehr, oder 10 Schaden mehr. Deswegen finde ich den Gift-Heap hier deutlich besser als den Stromstoß heute. Und das ist mein Team. Ja, wie gesagt, Galoppa ist so ein bisschen so ein Fragezeichen, sage ich mal. Das werden manche wahrscheinlich nicht verstehen, warum ich hier nicht dann doch Zapdos mitgenommen habe. Aber ich würde sie tatsächlich beide als eher gleichwertig sehen, denn Zapdos wäre hier fast nur mit Max Speed spielbar, wegen Zygarde. Und dann kann ich auch gleich Galoppa mitnehmen, um damit anzugreifen. Macht natürlich weniger Schaden als Zapdos, aber es hat einfach diesen YOLO-Faktor. Ja? Und deswegen diese Auswahl. Ja, Gameplan relativ simpel, mit Felinara hier richtig viel Schaden machen, so viel wie geht. Dabei kann Jirachi vielleicht mit einer Lebensverlängerung ein bisschen helfen. Zygarde soll dann am Ende einsammeln, vielleicht der Late-Game-Cleaner sein, kann das auf jeden Fall ganz gut. Und Bisasaur und Jirachi bringen hier so ein bisschen Kontrolle rein.
damit ich nicht überrannt werde. Noch so ein bisschen die defensiven Verteiler, sag ich mal, und Anschipper natürlich auch. Da habe ich hier noch Imperator dabei, der hier jederzeit eine Gefahr sein kann. Und wenn das Match gut läuft oder ich vielleicht mit Galoppa irgendwas angezündet habe, auch eventuell so eine Setup-Möglichkeit generieren kann, dann kann Imperator hier tatsächlich sweepen und das Game für mich gewinnen. Ja, und Galoppa habe ich gerade schon gesagt, einfach so ein YOLO-Faktor, denn ich finde das Matchup nicht gut. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall in Maxis Favor ist. Und ja, gegen ein schlechtes Matchup geht man am besten mit Überraschungen ran. Manchmal gewinnen die einem dann das Game. Ja, und das ist meine Auswahl. Mich würde wie immer interessieren, wie findet ihr das Ganze hier? Und ja, was hättet ihr vielleicht mitgenommen? Und was erwartet ihr von Maxi? Und ich glaube, dann habe ich irgendwie alles erklärt soweit, ne? Ja, okay, cool. Ich bin aufgeregt, weil gleich schon der Kampf ist. Mein Kopf ist schon voll woanders. Und dann werde ich jetzt mal umbauen, denn ich sitze gerade noch in meinem Wohnzimmer. Ich werde jetzt nochmal in mein, in Anführungsstrichen, Studio gehen. Und mich mal langsam vorbereiten auf das Ganze hier. Gut, okay. Dann sehen wir uns wahrscheinlich jetzt gleich vielleicht schon in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Ansonsten vielleicht spätestens morgen zu Beginn der ersten Spiele auf dem Discord. Da bin ich wie immer in unserem GPL-Channel vertreten. Da können wir uns dann wie immer unterhalten. Also ich weiß auch, dass Maxi zum Beispiel selber sehr oft im GPL-Channel mitschreibt mittwochs. Und vielleicht checken wir das ja morgen mal gemeinsam aus, die ersten Spiele, denn wir beiden sind tatsächlich als letztes dran um 18 Uhr und ja, ne, schauen wir mal, ob wir den ersten Platz halten können. Können wir auch, wenn wir verlieren würden, aber auch nur, wenn N und Sui dann verlieren, auch, und die Chance ist natürlich relativ gering, aber ich denke mal, wir können das hier gewinnen, ja. Die letzten Male, die haben echt gut geklappt und wir haben ja auch wieder Felinara dabei, die bislang ungeschlagen ist, also wir können das hier auf jeden Fall gewinnen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Habt ihr auch ein schlechtes Gefühl? Geht es nur mir so? Haut einfach mal in die Kommentare, wir können uns wie immer unterhalten. Und da bin ich jetzt auch erstmal raus, das Teambuilding war wieder mal lang genug und wir sehen uns dann hoffentlich spätestens zum GPL-Kampf morgen hier wieder. Macht's gut, bleibt scharf, ciao.